Und wie siehst du denn? Ja, zwei von euch, ist klar. Okay, den einen hätten wir. Dann ist der andere auch kein Problem mehr. Haha. Mein Kamehameha ist viel besser als deine lächerliche Rakete. Und wir springen einfach mal hier gekonnt runter und gehen die Tür rein. Aha. So, was haben wir hier? Außer nervende Dinger. So, was haben wir hier? Ah, noch mehr Energie. Das mag mir gefallen. Oh, und ein Leben. Gut, dann hätten wir das hier auch. Oh ja, genau. Ja, ist gut. Ich hab dich ja auch nicht lieb. So, dann wollen wir mal weiter nach oben. Ja, und tschüss. Tja, da guckt ihr, wa? Also, wenn ich ihr wärt, ich würde doch locker aufgeben. Aber, aufgeben wollen sie wohl nicht. Warum auch? Oh, oh. Ja, genau. Auf so einem kleinen Feld. Hm. Na egal. Vor allem, ich wäre gestorben, wenn ich da runtergefallen wäre. Aber das passiert uns jetzt nicht mehr so schnell. Ah, ich hole dich da runter. Hm, Burger. Warum mache ich eigentlich die Kisten kaputt? Da ist doch eh fast nichts mehr drin. Wow. Wer war was wo? Hä? Ah. Toll, nur du oder was? Ah, noch ein paar Gegner. Ah, okay. Ich prügel die einfach mal so aus dem Bildschirm. Okay, wir können weiter. Mhm. Boah, wie wir die Red Ribbon Armee einfach mal so fertig machen. Ja. Echt peinlich für die. Na gut. Hast dich mal getroffen. Aber du bist eher erledigt. Oh ja, ihr massenvernichtenden Opfer. Aha. Oh, diese explodierenden Roboter, die uns Schaden zufügen können, wenn sie... Aua. Ja, genau das meine ich. Wenn sie explodieren. Eine verschlossene Tür. Mich wundert, dass die anderen keinen Schaden nehmen, wenn die ihre Kugeln abfeuern. Das ist unfair. Und getroffen. Was willst du denn? Komm. Aber wenn hier eine Tür ist, geht's hier irgendwo... Nö. Dann gehen wir einfach mal ganz normal weiter. Verprügeln den hier nochmal. Und das, den rotzen wir auch nochmal runter. Hm. Oh, ne, nicht noch so einer. Habe ich ja jetzt so gar keinen Bock drauf. Ja, genau. Boah. Übertreib. Boah. Na gut, dann machen wir den doch platt. Ja, immerhin ein Apfel. Immerhin noch ein Apfel. Gut. Das sieht sehr gut aus. Was ist hier in den Kisten drin? Nix. Warum sollte da auch was drin sein? Na, ihr... Seid ihr bereit, von mir verprügelt zu werden? Ich nehme mal an, ja. Ah, da sind noch mehr. Tja. So kann es der Red Rim Armee gehen, wenn sie sich mit Son Goku anlegt. Oh. Ach, scheiße, das wollte ich gar nicht. Au. Ja, genau. Ja, genau. Komm, kriegst mal so eine Energiekugel in die... Wow. Fresse. Ah, der Weg ist frei. Und wir können wieder Gegner klatschen. Ach komm, dann verprügel ich dich eben. Und dich. Und dann kommst du. What the? Verfolgt er mich etwa? Aha, ja genau. Oh, meine Energie sieht auch nicht mehr rosig aus. Na, wir gehen besser ganz schnell weiter. Ah, kaum Apfel gefressen schon. Na, schade. Oh, ein Hamburger. Oh, ein Leben. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben haben wir jetzt inzwischen.
bestimmt genug. Oh ja, genau. Immerhin treffe ich sie beide. Natürlich fahren sie aber beide nicht gleichzeitig zur Hölle. Dafür jetzt. Okay, ich will hier nur noch raus. Ah, ich glaube, da können wir rein. Ah, das ist doch richtig. Ah, wie ist das möglich? Er ist nur ein Kind. Wir sollten erstmal von hier verschwinden und unsere Truppe wieder aufbauen. Mist, dabei fehlt nicht mehr viel und ich wäre auch etwas größer geworden. Was sagst du da? Das war alles, was du dir wünschen wolltest? Ruhe! Willst du deinen Kommandanten kritisieren? Du bist es nicht wert, unser Kommandant zu sein. Ich werde die Red Ribbon Armee wieder aufbauen. Der Dragon Ball ist da drin, oder? Du, da bist du also. Aber nicht mal du kannst mir das Wasser reichen. Red, red du nur. Mein Gott, red du nur, aber beeil dich wenigstens, damit wir es hinter uns bringen. Cool, dürfen wir uns jetzt mit dem... Ja, genau. Ja, genau. Okay, dann nehmen wir mal ein bisschen seine Maschine auseinander. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, was dieses Ding so konnte. Außer mir jetzt gerade übelst die Fresse zu verlieren. Aber solange wir... Oh ja, genau. Na. Haha. Obwohl ich das eigentlich gar nicht so richtig machen wollte. Oh, hör doch mal auf. Das sieht nicht gut aus. Wo ist denn der? Haha, daneben. Haha, daneben. Haha, daneben. Oh, du Scheiße. Oh Gott, ja, genau. Zielsuchgeschosse. Bist du denn des Wahnsinns? Naja. Ja, okay. Okay, ich nehme alles zurück. Okay, wir hatten 19 Leben, jetzt sind es nur 18. Ach du Penner. Dafür... Mein Gott. Ja, ist okay. Ich sag mal, bist du doof? Oh. Ich stelle mich jetzt aber auch gerade zu doof an. Okay. Ja, ja, genau. In your fucking... Oh. Kann er das mal lassen? Ich glaube, diesen Kampf werden wir genauso verkacken. Ich meine, das ist nur so ein Gefühl. Oh, jetzt fängt er damit an. Daneben. Daneben. Wie kann er mich hinter der Mauer sehen? Hm? Warum trifft mich der Letzte eigentlich immer? Oh, immer dieser Schlag. Und wieder getroffen. Nee, komm, das wird, glaube ich, nichts. Oh, jetzt macht er das schon wieder. Vielleicht sollte ich mich auch mal nicht mehr so oft treffen lassen. Oh, genau das meine ich, ey. Ich bin immer zu unvorsichtig. Ja, schießt du nur noch eine Runde. Vor allem, das ist ja auch krank. Hat er mich jetzt wieder erwischt, ja? Ja, natürlich hat er mich erwischt. Hör doch mal auf. Ey, vor allem, ich bin... No. Zack. Hau ab. Oh, ich hasse seine Arme. Noch, es fängt der Dame schon an. Eieieiei. Okay. Ich muss ihn etwa auf... Nein. Oh Gott. Okay, das sieht diesmal, glaube ich, ein bisschen besser aus.
Na, du Penner! Okay. What the hell? Na, wenn das mal nicht unfair war. Ja, genau. Wenn man schon verkackt, dann aber mit Stil, ne? Wie soll man das denn zum Geier ausweichen? Nehmen wir ohne Witz. Ja, genau. Ach, leck mich doch am Arsch. nochmal. Ich will ja nicht sagen, dass der stinkt, aber der stinkt. Aha. Okay, ich habe zwar auch was einkassiert, aber... Ich hau hier ab. Ah, du Pissnelke. Ich wusste, dass er abhaut, aber diese Riesenrakete, ich weiß gar nicht, wie man die ausweichen soll. Na, das kann ja ein Spaß werden. Oh, fuck you. So. Du kannst dich verpissen. Was er aber nicht tun wird, weil er doof ist. Aua. Nee, Junge. So nicht. Oh Mann, ja genau. Aber jetzt macht er das nicht so, wie ich das... Ja, ja. Mach du mal. Hauptsache, ich krieg dich jetzt down. Sag mal, ist er jetzt leichter geworden oder meine ich das nur? Aua, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Na egal, solange wir ihn jetzt klein kriegen, ist mir das relativ egal. Geh weg. Hau bloß ab. Wow. Und ich mach dich mit dem Kamehameha fertig und das war's. Alter. Ging der mir auf den Sack. Aber so richtig auf den Sack. Zu guter Letzt besiegte Son Goku die Red Ribbon Armee ganz allein. Nun fehlte nur noch ein Dragon Ball, aber... Mir reicht's, der Dragon Radar ist schon wieder kaputt. Und somit weiß ich nicht, wo der letzte Dragon Ball ist. Hey Son Goku! Ah, Bulma und Muten Roshi. Wir wollten dir helfen, aber du hast ja bereits alles alleine geschafft. Bulma, könntest du bitte den Radar reparieren? Zeig mal her. Komisch, er funktioniert ganz normal. Das könnte bedeuten, dass der Dragon Ball von irgendwas verschluckt wurde. Das ist allerdings ein großes Problem. Was nun? Geh doch zur Hellseherin Baba. Die kann dir bestimmt sagen, wo der Dragon Ball ist. Wirklich? Okay, bin schon unterwegs. Also wie er es immer so eilig hat. Okay, machen wir das nächste noch. Babas Palast. Ach komm, da gehen wir auch noch rein. Wie ihnen von Muten Roshi gesagt worden war, begaben sich Son Goku und die anderen zu Baba. Uranai Baba übrigens. Würde sie in der Lage sein, den letzten Dragon Ball ausfindig zu machen? Oh, du meine Güte. Wie jung du noch bist. Bist du die Bist du die Höllenseherin Baba? Welch seltsamer Name. Ich bin die Hellseherin Baba. Ja, gefälligst besser hin. Ich möchte dich bitten, nach etwas zu suchen. Kein Problem, aber das wird euch ein hübsches Sümmchen Geld kosten. Zumindest unter normalen Umständen. Aber mein inneres Auge verrät mir, dass ihr kein Geld habt. Was können wir also tun? Nun, ihr könnt gegen meine Krieger antreten. Und wenn ihr sie besiegt, sag ich euch eure Zukunft gratis voraus. Abgemacht, das wird super. Also gut, du bist dran. Mann im Teufelsgewand. Ja, das ist, ja.
Das sind so diese Prüfungen, die man hier so machen muss bei Uranai Baba. Es ist wie in der Serie. Und ich glaube, das ist noch relativ einfach. Naja, komm. Was willst du mit deinem Stab kompensieren, hä? Aua. Kannst mal das hier fressen. Und gleich noch einen hinter... Hat der gerade... Hat der das gerade echt abgeblockt?